Bei mir war es persönlich so, dass es etwas gedauert hat, bis ich einschlafen konnte, weil einfach die Emotion noch so hoch war und die Freude einfach da war und einfach die Szenen sich noch im Kopf abgespielt haben. Ja, es war ein 50-50-Ball und ich habe einfach gedacht, ich muss jetzt da reingrätschen, um den Ball kämpfen und hatte dann das Glück, dass ich zuerst mit der Spitze an den Ball kam und dann ist der reingekullert und da war die Freude natürlich sehr groß bei mir. Wir freuen uns, wie groß das Interesse einfach in Deutschland ist, unsere Spiele zu schauen. Ich glaube, wurde mir zumindest gerade gesagt, dass fast jeder dritte Deutsche gestern unser Spiel verfolgt hat. Das ist ja eine Wahnsinnsquote. Klar haben wir jetzt alle gesehen, dass die Vorrunde ein bisschen holprig war, dass wir da nicht unbedingt immer die Leistungen zeigen konnten, die wir eigentlich zeigen können. Aber das war ein Lernprozess für uns. Ich denke, im Viertelfinale war das dann schon wieder ganz ordentlich. Da haben wir den Schalter wieder umlegen können und konnten den Schwung jetzt auch mit ins Halbfinale nehmen. Aber überrascht von unserer Leistung bin ich nicht, weil ich meine, wir arbeiten ja tagtäglich zusammen und wir Spielerinnen, wir Trainer, alle hier im Team wissen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt.